Wir sind jetzt in Söll und wir fahren jetzt zum Bergdoktorhaus. Huberhof. Auf dem Bergdoktor-Parkplatz warten wir auf Peter. Peter mit dem Traktor holt uns ab und bringt uns in 1200 Meter Höhe. Denn wir wollen eine Filmkulisse besichtigen. Und zwar den Gruberhof. Das ist das Bergdoktor-Wohnhaus aus der Fernsehserie Der Bergdoktor. Oben angekommen, erklärt uns Peter erstmal den Gruberhof. Wir sind auf dem Bromberg in Söll. Das ist in der Region Wilder Kaiser. Und sind jetzt auf 1200 Metern Höhe. In der Fernsehserie Der Bergdoktor ist das hier der Gruberhof, das Bergdoktor-Wohnhaus. Es ist der Filmort. Seit 2008 wird hier oben auf dem Gruberhof bereits gedreht. Das ist der elterliche Bergbauernhof und das Wohnhaus vom Bergdoktor, seiner Mutter, seinem Bruder Hans und seiner Tochter Lilly. Der Gruberhof ist in Privatbesitz und deswegen kann man auch nicht mit dem Auto hier hochfahren. Der Bromberg ist da bei einer bestimmten Höhe für Autofahrer gesperrt. Es geht dann nur zu Fuß weiter oder mit dem Fahrrad. Der Tourismusverband Wilder Kaiser hier in Tirol führt gelegentlich diese Fahrten zum Gruberhof mit dem Traktor durch. Die kann man buchen und dann mitfahren. Wenn man in den Gruberhof reingeht, kommt man als erstes in die Diele, den Eingangsbereich. Hier hängen die Bilder, die ganze Ahnengalerie des Bergdoktors. Hier ist die Küche, die ist seit 2008 genauso eingerichtet, mit der Sitzecke am Herd. Hier tagt ja öfters der Familienrat. Dann geht's die Treppe rauf. Oben wird natürlich auch gedreht. Hier oben gibt es das Zimmer von Lilly, das Schlafzimmer vom Bergdoktor und das von seinem Bruder. Alle Räume sind voll eingerichtet. Wenn nicht gedreht wird, werden einige der Möbel abgedeckt. Es ist übrigens sehr beengt hier oben, deswegen wird hier auch gefilmt, indem kein Kameramann dabei ist. Das heißt, es gibt hier eine Kamera, der Kameramann sitzt draußen vor der Türe und beobachtet das Aufgenommene über seinen Monitor und kann die Kamera dann ferngesteuert bewegen. Unten gibt es dann noch die Stube mit der Sitzecke und dem Kamin.
Ja, und so sieht's aus, wenn man beim Bergdoktor Haus aus der Haustür rausguckt. Ja, und ein Ding, da muss ich jetzt unbedingt noch hin. Ich möchte nämlich mal da sitzen, wo der Bergdoktor sitzt, wenn er morgens frühstückt. Mit dieser grandiosen Aussicht. Und das war dann auch schon mein Besuch in der Filmkulisse Gruberhof hier im Hause des Bergdoktors in der Region Wilder Kaiser. In diesem Sinne, tschüss.